Hallo, liebe Wassermänner, das ist euer Tarotkarten-Reading für August 2023 und ich bin Tanja. Ihr habt hier ein paar ganz, ganz tolle Karten. Vor allem interessant ist, dass gleich die ersten drei Karten, die herausgefallen sind, große Arkana waren. Und dann kam eine kleine, noch eine kleine und wieder eine große. Ich gehe zuerst mit euch so ein bisschen durch, für welche Sternzeichen diese großen Arkana stehen. Ja. Der Narr und die Judgment Card, die stehen beide für kein spezifisches Sternzeichen. Aber die Liebenden, ja, the Lovers, stehen für den Zwilling. Ja, das heißt, vielleicht kennst du irgendeinen Zwilling in deiner Umgebung. Die Sonne, die könnte für den Löwen stehen. Ja. Das heißt, vielleicht hast du entweder Zwilling und Löwe irgendwo in deinem Geburtshoroskop drinnen oder du hast sie irgendwo als Menschen in deiner Umgebung. Die erste Karte danach besagt, dass einige von euch sich vertrauensvoll in eine neue Zukunft fallen lassen. Das heißt, ihr startet vielleicht einen neuen Job, den ihr vorher noch nicht gemacht habt. Vielleicht startet ihr ein Studium, obwohl ihr zuvor noch nie studiert habt. Vielleicht zieht ihr um in ein neues Land, was auch immer das ist. Ihr vertraut einfach darauf, dass das Universum euch leiten wird und dass es sozusagen wie ein Netz agieren wird, das euch auffängt. Ja? Das heißt, ihr habt wirklich großes Vertrauen, dass ihr vom Göttlichen beschützt seid. Ja? Und ihr habt auf diesem Weg auch sozusagen eine spirituelle Begleitung. Ja? Das kann zum Beispiel jemand sein, der bereits auf die andere Seite gegangen ist. Das kann ein früheres Haustier sein oder irgendein Verwandter, ein Vorfahr. Der ist sozusagen als Guide oder als jemand, der euch durch die Welt führt, dabei. Und dann haben wir die Judgment Card. Judgment, das ist eine wirklich große Entwicklung. Das heißt, ihr seid auch dann nach dieser Veränderung nicht mehr derselbe Mensch wie vorher. Ihr durchläuft sozusagen eine große Art von Transformation. Eure Aufgabe ändert sich. Ja, mit dieser neuen Tätigkeit oder diesem neuen Wohnort oder diesem neuen Studium oder was auch immer das ist, es ändert sich eure Sicht der Welt, es ändert sich euer Charakter, ihr ändert euch als Mensch. Der Mensch bleibt nicht immer gleich, ja, gewisse Dinge schon, aber grundsätzlich durch das, dass er dazulernt, ja, verändert er sich auch. Und man merkt das ganz, also ihr spürt das ganz deutlich, diese Veränderung, ja, dass im August sich einfach die Dinge nicht mehr so anfühlen wie früher. Ja, das muss jetzt nichts Negatives heißen, überhaupt nicht, sondern es bedeutet einfach nur ganz neutral Veränderung. Und manchmal ist es auch so, dass eure Rolle in der Welt sich ändert. Das kann zum Beispiel heißen, dass ihr vom Single-Sein zum Mutter- oder Vater-Sein geht oder vom in einer Beziehung sein zum Verheiratet-Sein oder vom Verheiratet-Sein zum Geschieden-Sein oder vom Angestellt-Sein zum Selbstständigen-Sein. Also was auch immer das für eine Veränderung ist, eure Rolle in der Welt verändert sich mit. Und dann haben wir hier die Liebenden. Die Liebenden ist oft eine Karte für großes emotionales Glück mit einem Partner. Das kann sein, dass ihr die richtige Person trefft, jemanden, nach dem ihr euch schon immer gesehnt habt, einen Seelenverwandten. Es kann sein, dass ihr den schon gefunden habt und mit dem schon zusammen seid. Ja? In dem Fall würde das heißen, dass die Beziehung sehr harmonisch läuft. Es kann aber auch im weitesten Sinne bedeuten, dass ihr jemanden trefft, der einfach die richtige Person zur richtigen Zeit ist. Ja, zum Beispiel jemanden bei einem Networking-Event, der euch dann den perfekten Job verschafft oder dergleichen. Es kann auch sein, dass diese Karte bedeutet, Entscheidungen treffen zu müssen. Ja, auch ein bisschen abzuwägen, was ist die richtige Entscheidung für mich und wo fühle ich mich wohl. Einige von euch gehen noch durch eine Heilungsphase. Und zwar eine Heilungsphase von etwas, das sehr verletzend war. Da ist irgendetwas passiert in eurer Vergangenheit, wo ihr schwer daran zu knabbern hattet, sage ich einmal. Ja? Und einige von euch sind noch ein bisschen in dieser Heilungsphase oder Cocooning-Phase drinnen. Ihr seid noch nicht ganz aus dem Gröbsten heraus. Das muss jetzt nicht für alle von euch zutreffen. Ja? Aber diese Karte impliziert, dass einige von euch Ruhe brauchen. Es kann auch sein, dass ihr euch beruflich verausgabt habt, ja? So richtig überfordert habt, dass ihr zu viele Stunden gemacht habt, zu viele Überstunden. Und dann braucht ihr einfach Ruhe. Ihr müsst euch mal hinlegen. Ihr müsst euch mal zur Ruhe kommen lassen und durchatmen und das Nervensystem wieder ein bisschen herunterfahren. Ja? Also bitte stresst euch nicht. Ja? Dann haben wir den Page of Swords. Page of Swords, das ist eine Karte, die sagt, ihr recherchiert etwas, ihr seid neugierig, ihr wollt was herausfinden. Ihr geht vielleicht auf die Schule, auf die Uni, lernt eine neue Sprache, lernt etwas über eine neue Kultur, wollt etwas wissen über die Vergangenheit, vielleicht sogar Ahnenforschung. Das ist wirklich eine Karte von Forschergeist und Neugier. Ja? Ihr taucht in eine Thematik ein, so richtig tief und wollt mehr darüber wissen.
Und die Sonne besagt, dass ihr sehr, sehr glücklich sein werdet im August. Also das ist wirklich eine Karte von absoluter Harmonie. Da gehen Herzenswünsche in Erfüllung. Ihr fühlt euch pudelwohl, wie neugeboren. Und dieses sich wie neugeboren fühlen, das sieht man auch sehr schön hier auf der Judgment Card. Ja? Da erscheint ja eine neue Person aus einer alten. Also durch diese Veränderung, dadurch, dass ihr sozusagen euren alten Panzer hinter euch lasst und einen neuen bekommt, ein ganz neues Kleid sozusagen, eine ganz neue Rolle im Leben, fühlt ihr euch wieder lebendig, ja, wirklich wie neugeboren. Das ist das, was rüberkommt. Und dazu ist es auch wichtig, dass man eben genug Rast und genug Zeit für sich hat. Ja. Jetzt schaue ich noch, was es gibt vom Coffee Cup Oracle für euch. So, eine Karte für unsere lieben Wassermänner. Hoppala, das ist zu viel, ich brauche nur wenige Karten. Okay, die will eindeutig raus. Dann haben wir hier die Perle. Es gibt einen versteckten Schatz. Dieser versteckte Schatz kann in dir sein. Vielleicht hast du ein besonderes, verborgenes Talent. Etwas, das du noch gar nicht wirklich entwickelt hast. Das kann alles Mögliche sein. Singen, tanzen, malen, schreiben, Poesie. Was auch immer das ist. Ja, du hast da etwas in dir, das möchte raus. Ja, vielleicht hast du eine Idee für ein Buch, vielleicht eine Idee für eine Kunstausstellung, vielleicht etwas anderes. Ja, vielleicht ist es auch einfach, dass du den Wunsch hast, dich selber weiterzuentwickeln. Ja, du möchtest einfach diese innere Perle in dir auskosten lernen. Und das darfst du auch im Monat August. Ja? Also hier ist eine ganz schöne, ein schöner Hinweis darauf, dass du ein Geschenk für dieses Universum bist und dass du deine Rolle in diesem Leben finden möchtest, damit du einfach herausfindest, was, wozu bin ich hier? Warum bin ich auf diese Welt gekommen? Wem wollte ich da helfen? Was wollte ich hier tun? Und dann bitte dieser Erkenntnis auch nachgehen, wenn sie denn zu dir kommt. Das war's für heute. Ich hoffe, du lässt mir ein Like unter dem Video. Vielleicht sagst du mir in den Kommentaren, wie es dir gefallen hat. Und natürlich freue ich mich über ein Abo auf dem Kanal. Das Abo ist wie immer gratis. Ich wünsche dir einen schönen Monat August und bis bald. Tschüss.